Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel für den Dienstag, den 29. September 2020. Die Karten sind bereits ausgelegt. Ich habe mal kurz einen kurzen Blick drauf geworfen. Würde sagen, passt zum Wetter. Das ist deine Seite für dich als Zuschauer, selbst wenn du ein Mann bist. Bitte das Ganze für dich umswitchen. Das ist die Seite deines Gegenübers, deines Wunschpartners, Herzensmenschen, Seelenverwandten, wie, ne, für wen du immer auch schauen möchtest. Das ist ein allgemeines Reading. Das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, aber es wird nicht auf jeden zutreffen können. Deshalb, wenn du den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen kannst, freut mich das sehr. Ansonsten lass es einfach weiterziehen. Bedanken möchte ich mich für jedes Like und jedes Abo, das ich erhalte. Freue ich mich mega drüber, aber ich quatsche jetzt auch nicht mehr viel. Wir fangen einfach mal an. Auf deiner Kopfebene haben wir für den Dienstag das Schiff, den Ring, den Brief. So, es sieht schon so aus, als hättest du große Sehnsucht. Ja, nach einer festen Verbindung. Wenn ich das so alles in allem sehe, kommt mir das einfach so vor, als wird zurzeit alles so, ja, nicht wirklich greifbar für dich aussehen. Du wünschst dir eine feste Verbindung und ja, in Gedanken hast du auch die Kommunikation, dass Nachrichten auf dich zukommen. Werden sie letztendlich auch, aber irgendwie sehe ich auf deiner Gefühlsebene, ja, dass da etwas an dir nagt. Du hast Kummer, du hast Liebeskummer, um es jetzt mal krass auszudrücken, weil da vielleicht eine Erwartung ist, die nicht erfüllt wird. Vielleicht fühlst du dich einfach auch ein bisschen einsam, weil er nicht so präsent ist, wie du das gerne hättest. Aber bitte, 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 bleibe positiv. Alles, was man an Zweifeln Richtung Universum schickt, das erfüllt sich genauso wie alles, was man an positiven Gedanken, ja, erbittet. Oder ja, ich habe wieder ein super Deutsch, ist irgendwie nicht mein Tag heute. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, aber ich glaube, ihr wisst, oder du weißt, was ich damit meine. Du hast in deiner unterbewussten Ebene die Schritte, die gerne folgen dürfen. Das Glück, den Reiter, den Herrn. Ja, du möchtest das große Glück mit ihm. Du möchtest, dass es vorwärts geht. Ja, und zwar mit deinem Gegenüber. Bei ihm haben wir auf der Kopfebene, da liegt er selbst. Und dann hat er da den Berg, die Vögel. Ja. So wie es aussieht, ist bei ihm gerade der Weg voller Hindernisse, Aufregung, Nervosität, Stress. Vielleicht hat das mit seinem Beruf zu tun. Auf jeden Fall ist er zurzeit, oder nee, nicht zurzeit, das gilt ja für den Dienstag, nicht wirklich entspannt und ja, hat er wieder einiges an Kummer. Aber in seiner Gefühlsebene haben wir den Neustart liegen. Allerdings knabbern die Mäuse gerade auch an ihm. Ich denke, so der Selbstwert ist nicht ganz auf der Höhe. Und kommt mir so rein, ob es stimmt oder nicht, das weißt du selbst für dich. Und der hat halt einfach zur Zeit, also mit diesem ganzen, ein finanzielles Problem. Der macht sich Sorgen um seine finanzielle Lage. Aber trotzdem wird er in naher Zukunft mit Botschaften, die du dir auch hoffst, auf dich zukommen. Es wird auch zu Gesprächen kommen mit den Routen. Und auch er wünscht sich, guck mal, das spiegelt sich immer wunderbar.
Auch er wünscht sich das große Glück mit dir. Ja, unter seinem Deck liegt jetzt hier leider, da liegen die Wolken, aber er darf von der Dunkelheit in die Klarheit kommen. Da bist du. Ja, wie schade, dass der Weg nicht einfach einfach ist, ne? Unter deinem Deck haben wir das Buch. Etwas, was noch nicht ausgesprochen ist, aber auch die Veränderung. Ja. Ihr Engel der Liebe, könnt ihr uns noch etwas mitteilen? Was ist am Dienstag interessant für unser Paar? Da kommen die Co-Abhängigkeiten. Ja, das kann einiges sein, ne? Das kann die Arbeitssucht sein, die Spielsucht, Alkoholsucht, Sexsucht. Ich weiß es nicht, ob da ein Problem bei dir vorliegt oder bei deinem Haustier. Das kannst du nur selbst beurteilen. Was dürfen wir noch erfahren? Was gibt es noch zu bearbeiten? Eine Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Vielleicht steht das aber auch für eine weite räumliche Distanz, die ihr halt habt, weil nicht ja, einfach weit voneinander entfernt wohnt. Es kann natürlich aber auch sein, dass da jetzt gerade wieder mal ein Rückzug ansteht oder auch eine Trennung. Ja, nicht so schöne Karten heute, Mensch. Hä? Aber wenn. Jetzt kommt mir da die Hochzeit reingeflogen, die hohe Zeit. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Jo. Das muss ich bitte klären. Das ist mir jetzt ein bisschen so. Worum geht es hier bei der Trennung? Trennung von was? Möglich. Da kommt die gute Dame. Trennung von was? Ach ja. Tatsächlich, das geht hier um ein Arbeitsthema. Wir haben die gute Dame, wir haben unverhofftes Geld, wir haben die Arbeit, die Beschäftigung zu hohen Ehren kommen. Vielleicht hast du eben finanziell ja, in irgendeiner Art und Weise unter die Arme gegriffen bei einem, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist einfach, dass er gerade mit der Arbeit so sehr beschäftigt ist, ja, dass er einfach wenig Zeit für dich hat und deshalb halt die Trennung. Aber es wird wieder in eine hohe Zeit gehen. Hier haben wir die Karte zu hohen Ehren kommen. Er arbeitet einfach verdammt hart, um diese Geschichte mit dir realisieren zu können. So kommt mir das rein. Welchen Hinweis dürfen wir denn? Was ist das hier? Von den Ferien noch mitnehmen? Für unser Paar, welchen Impuls dürfen wir mitnehmen? Der scheint eher für dich zu sein. Oh. Gucken wir mal. Du hast ja als Anregung den inneren Frieden. Ich sprach eben davon, dass auf deiner Seite da so ein bisschen, ja,
Liebeskummer ist, mangelndes Selbstbewusstsein vielleicht auch ein bisschen. Man hat ja schon mal so Tage. Und hier kommt der gute Ratschlag, ja, geh mit dir selbst in Frieden. Sei nicht so hart zu dir. Ich gucke aber auch noch mal eben in mein Buch. Ich denke, Priorität 1 ist jetzt, dass du anfängst, dich für dich einfach gut zu fühlen und in die innere Harmonie zu gehen. Moment, wo ist AI? Habe es jetzt. Da. Mache inneren Frieden zu deiner höchsten Priorität. Verpflichte dich, Schritte zu mehr innerem Frieden in Angriff zu nehmen und unternimm ohne weitere Verzögerung diesen ersten Schritt. Innerer Friede ist nichts, was du erlernen oder erlangen musst, da dein wahres Selbst sich bereits im Zustand des Friedens befindet. Vielmehr wird von dir gefordert, dich wie ein Bildhauer mit dem Marmorblock zu verhalten, der mit diesem Material arbeitet, bis das in ihm verborgene meisterhafte Kunstwerk sich enthüllt. Wenn du inneren Frieden zu deinem Hauptanliegen machst, wirst du unweigerlich ein ausgeprägtes Gefühl der Erleichterung empfinden. Ne? Liebeskummer ist ja nun keine, hat ja nicht viel mit Leichtigkeit zu tun. Und ja, Spirit fordert dich auf, wieder in deinen inneren Frieden zu kommen. Tu dir was Gutes. Man kann meditieren, man kann in die Natur gehen. Vielleicht auch Musik hören. Ja. Dann haben wir die Schönheit. Du bist schön. Natürlich bist du schön. Genieße und betone deine natürliche Anziehungskraft. Deine Schönheit ist am offensichtlichsten, wenn du glücklich und zufrieden bist. Dann haben wir wieder mal die Vorstellungskraft. Wenn du das Ganze hier wirklich willst, mit Herz und Seele, mit Haut und Haar, ja, dann nutze dir deine Vorstellungskraft, um deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Visualisiere. Und dann haben wir hier noch mehr auf seiner Seite die Standhaftigkeit. Ein Moment. Da ist sie. Die Feen bitten dich, Entscheidungen zu treffen, die auf deinen wahren Gefühlen beruhen. Halte dich an diese Entscheidung und lasse nicht zu, dass äußere Einflüsse dich ins Wanken bringen. Klare Aussage, ne? Hör auf dein Herz. Brauchen wir noch was? Ich denke, ich lasse das für heute so stehen. Vielleicht nehme ich noch einen weisen Spruch mit für dich und einen für dein Gegenüber. Nee, wir nehmen die Göttin. Am Dienstag. Was ist für meine Helga wichtig zu beherzigen? No, kriegst direkt 3. Und für unseren Horst. Welcher Hinweis für den Dienstag? Nee, kriegt er jetzt trotzdem. So, du hast die Prosperity. Universe is pouring its abundance out to you. Be open to receive. Ja, das Füllhorn, es wird über dich ausgeschüttet, früher oder später. Verlier den Glauben nicht. Ja, glaube ganz fest daran, an diesen inneren Reichtum. Dann haben wir die Freier, die hat hier was. Unleash your adventurous side, take risks and be daring. Ja, du darfst auch gerne mal ein Risiko wagen. Dann die Bridget, don't break down, stand up for what you believe is right. Ne? Nicht zusammenbrechen, Liebeskummer lohnt sich nicht mal, Darling. Steh auf für die Dinge, an die du glaubst. Und er hat da
Saraswati, ja, ich soll mal wieder ein bisschen Musik machen, kreativ sein, kriegt er oft die Karte. Hat er ja irgendwie scheinbar einfach keine Zeit zu. Dann haben wir die Genevieve, True Love, the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Ja, auch er hat es verdient, geliebt zu werden. Aber natürlich muss er irgendwo auch Platz schaffen, dass diese Liebe eine, ja, er muss halt Zeit haben, damit er auch etwas investieren kann in diese Liebe. Wie gesagt, es wird auf den einen oder anderen zutreffen, auf einige auch nicht. Aber ich hoffe, dass hier und da einen Impuls für euch mitnehmen können. Haltet die Ohren steif am Dienstag. Stay positiv. Nee, wirklich. Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen mit dem Orakel für Mittwoch. Einen schönen Tag und bleibt gesund.